Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Division 2 Video. Heute dreht sich alles um die zwei neuen Gearsets, die mit Warlords of New York Einzug ins Spiel erhalten werden. Eins davon ist definitiv ein Fan-Favorite und das andere klingt auch super interessant. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und alle Infos dazu haben wollt, dann bleibt gerne dran. In meinen letzten beiden Videos habe ich das State of the Game zusammengefasst und alle News rund um die kommenden Saisons in The Division 2 und vor allem auch die neuen Ligen und die Global Events zusammengefasst. Wenn ihr das verpasst haben solltet, dann findet ihr die Links dazu unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall rein, dann bekommt ihr einen guten Eindruck darüber, was uns in Zukunft in The Division 2 in Jahr 2 erwarten wird. Ein großer Teil der neuen Erweiterungen, der uns natürlich ins Haus stehen wird, ist neue Ausrüstung. Unter anderem auch zwei neue Gearsets, die mit der ersten Saison, also schon am 10.03. ins Spiel kommen werden. Und diese zwei Gearsets möchte ich euch jetzt genau im Detail vorstellen. Fangen wir doch direkt mal an mit dem Fan-Favorite, den ich vorne erwähnt habe. Alle aus Division 1 kennen es und vermutlich lieben die meisten es. Manche werden es hassen, aber ich denke, die meisten werden es lieben, denn der Striker ist zurück. Genau, das Gearset Striker ist zurück, ein absolutes Must-Have in Division 1. Allerdings hat sich in Division 2 und jetzt gerade mit Gear 2.0 unsere Ausrüstung stark verändert. Auch darauf möchte ich hier eingehen, wie sich das auch auf die Gearsets auswirkt und warum dementsprechend die Talente auch ein bisschen anders sind. Anders als in Jahr 1 werden jetzt in Jahr 2 die Gearsets keine 6-Piece-Boni mehr haben, sondern nur noch 4-Piece-Boni. Also ihr könnt den maximalen Bonus rausholen, wenn ihr 4 Teile des Gearsets anlegt. Beim Striker bekommt ihr, wenn ihr 2 Teile anlegt, plus 15% Waffenhandhabung. Wenn ihr 3 Teile anlegt, bekommt ihr plus 15% Feuerrate. Und das ist richtig stark. Und wenn ihr 4 Teile anlegt, dann wird es natürlich erst richtig interessant, denn dann bekommt ihr das Talent Striker's Gamble. Denn pro Treffer könnt ihr hier Stacks aufbauen auf bis zu 50 Stacks. Und pro Stack bekommt ihr plus 0,5% insgesamten Waffenschaden. Also sprich auf all eure Buffs und euren gesamten Waffenschaden, den ihr überall praktisch auf eure Ausrüstung verteilt habt, bekommt ihr nochmal plus 0,5% pro getroffenem Schuss und maximal eben plus 25% Waffenschaden. Das Ganze wird natürlich auch ein bisschen gebalanced, das heißt ihr verliert einen Stack eures Waffenschadens pro Sekunde automatisch und wenn ihr einen Schuss daneben setzt, verliert ihr 3 Stacks pro verschossener Kugel. Ich persönlich finde das super, das heißt, wenn man hier nämlich sehr akkurat ist, wird man dafür belohnt, dass man seine Stacks aufrechterhalten kann und wenn man kein gutes Aim hat, dann verliert man halt seinen Damage-Buff ziemlich schnell wieder. Und eine weitere große Änderung, die mit Gear 2.0 ins Spiel kommt, die auch ganz große Auswirkungen auf die Gearsets hat, ist, dass wir nur noch auf 2 Ausrüstungsgegenständen Talente haben können, nämlich nur noch auf der Brust und auf dem Rucksack. Talente fallen sonst auf allen anderen Ausrüstungsgegenständen weg, sprich Maske, Handschuhe, Knieschoner und Holster haben alle keine Talente mehr. Jetzt denkt ihr euch vermutlich, ja Logo, jetzt lege ich mein Gearset halt auf der Maske, dem Holster, den Handschuhen und dem Knieschoner an und kann den Vierer-Stack von meinem Gearset abgreifen und habe noch die 2 Talente von meinem High-End-Gear dann auf der Brust und auf dem Rucksack. Easy peasy, lemon squeezy. Klar, ihr könnt das natürlich so machen, das ist aber auch den Entwicklern bewusst, dass die meisten Leute das vermutlich ausschließlich so machen würden, denn warum sollte man auf die 2 Talente verzichten, wenn man ein Gearset anlegt, das praktisch keine Talente hat, macht überhaupt keinen Sinn, aber genau deswegen gibt es praktisch jetzt auf Gearsets zusätzliche Talente, wenn ihr einmal ein Gearset-Item auf der Brust anlegt und ein weiteres, wenn ihr ein Gearset-Item auf dem Rucksack anlegt, um eben euer wegfallendes High-End-Gear und somit 2 Talente, die ihr nicht bekommt, zu kompensieren. Und beim Striker-Set wäre das einmal das Brust-Talent, Press the Advantage. Damit könnt ihr eure maximale Stack-Anzahl von 50 auf 100 erhöhen. Das heißt, wenn ihr alle 100 Stacks voll habt, habt ihr nicht plus 25% Waffenschaden, sondern plus 50% Waffenschaden. Und das ist natürlich schon ziemlich krass. Klar, die 100 Stacks muss man erstmal erreichen, aber wenn ihr die 100 Stacks erreicht, dann macht ihr ordentlich Schaden. Und falls ihr euch entschließt, das Striker-Set auf dem Rucksack anzulegen, gibt es auch da ein weiteres Talent. Hier bekommt ihr Risk Management. Dadurch verringert ihr die Anzahl der verlorenen Stacks, wenn ihr einen Schuss daneben setzt, von 3 auf 2. Das heißt, wenn ihr mal nicht ganz so genau seid, wird euch das etwas mehr vergeben und ihr verliert halt euren Damage-Buff nicht ganz so schnell. Alles in allem muss ich sagen, ich finde, das klingt richtig interessant. Ich bin echt schon gespannt, wie sich das spielt. Ich persönlich tue mir generell bei The Division mit Tracking relativ schwer.
Das ist definitiv nicht so mein Steckenpferd. Insofern keine Ahnung, ob das Set wirklich was für mich ist. Aber ich denke mir, für Leute, die viel im PvP unterwegs sind oder die halt auch wirklich gut das Fadenkreuz auf dem Gegner lassen können, für die ist dieses Set super interessant. Eine kleine Randnotiz übrigens noch, der Helm, den der Striker hier aufhat, das ist der Striker-Helm. Den gibt es in der ersten Saison im Battle Pass, in der Premium Battle Pass Spalte. Und zwar ist es da auch schon das 5. Item, sprich das könnt ihr ziemlich schnell freischalten, falls euch dieser Helm gefällt. Machen wir doch weiter mit dem 2. Gearset, System Corruption. Und das ist ein Gearset, da gibt es auch schon ein bisschen Gameplay dazu im Umlauf. Ich verweise euch da zum Video von Nothing But Skills. Der hat da Exklusivmaterial bekommen und ein ziemlich ausführliches Video darüber gemacht. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze in Aktion anschauen wollt, dann findet ihr den Link zu dem Video unten in der Infobox. Ich erzähle euch das Ganze hier natürlich auf Deutsch. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Englischen vielleicht etwas schwerer tut, dann hört euch einfach von mir an, wie das Set funktioniert und schaut dann drüben bei Nothing But Skills rein, wie das Ganze in Aktion ausschaut. Bei dem Gearset bekommt ihr für das 2-Piece plus 15% Rüstung bei Tötung. Für das 3-Piece-Set bekommt ihr plus 40% Schutz vor Störungen, also vor EMPs, und plus 40% Impulswiderstand. Und wie beim Striker auch, wird das 4-Piece erst richtig interessant, denn hier bekommt ihr das Talent Hackstep Protocol. Dadurch werden eure gesamten Medkits ersetzt durch einen Skill, den ihr unendlich oft benutzen könnt. Mit diesem Skill bekommt ihr plus 50% Bonus Rüstung und euer Name, also euer Gamertag, wird für 5 Sekunden versteckt. Nur damit ihr das auch richtig versteht, das ist praktisch ein Insta-Heal auf 50% hoch, der 5 Sekunden lang hält. Das heißt, ihr habt 5 Sekunden lang Zeit, irgendwo in Deckung zu gehen, euch zurückzuziehen, zu recovern. 5 Sekunden lang bekommt ihr einfach 50% eurer Rüstung wieder und seid eben auch für diese 5 Sekunden nicht so leicht zu entdecken. Nach 5 Sekunden erscheint euer Name wieder ganz normal und auch eure Rüstung verschwindet wieder. Das Ganze hat einen Cooldown von 20 Sekunden. Das heißt, ihr könnt das alle 20 Sekunden benutzen. Das Gearset ist natürlich mit diesem Talent absolut auf die Dark Zone ausgelegt und im Speziellen würde ich auch sagen, für Leute, die gerne Rogue gehen oder Solospieler in der Dark Zone, die möglichst hohe Überlebenschancen haben wollen, wenn sie auf Rogue-Spieler treffen. Und das zusätzliche Talent, das wir bekommen, wenn wir System Corruption auf der Brust anlegen, ist Compiler Optimization. Dadurch wird der Cooldown von 20 Sekunden auf 15 Sekunden verringert. Das heißt, ihr setzt euren Skill ein, der hält 5 Sekunden und dann habt ihr noch 10 Sekunden, bis ihr den Skill ein weiteres Mal einsetzen könnt. Das ist auch schon gar nicht mal so schlecht. Und das Talent auf dem Rucksack ist Multi-Threaded Execution. Dadurch bekommt ihr einen Rüstungsbonus von nicht nur 50%, sondern satte 100%. Das heißt, für 5 Sekunden ist eure Rüstung auf 100% wieder aufgeladen. Das klingt schon ziemlich stark und super interessant. Ich meine, ihr gebt dafür eure Medkits her. Das heißt, ihr seid, wenn ihr umzingelt werdet, definitiv in einer Zwickmühle und in einer schwierigen Situation. Aber ihr habt dann praktisch, so wie damals beim Nomaden, so eine Art Gefängnis-Freikarte. Also eine gute Möglichkeit, um euch zurückzuziehen und abzuhauen und vielleicht ein bisschen unterzutauchen, um dann eure Wunden zu lecken und euch wieder zu regenerieren. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde beide Gearsets echt super interessant. Ich bin echt gespannt, wie die sich ins Spiel implementieren, wie die die eh schon neue Sandbox auch nochmal durcheinander würfeln und ein bisschen aufmischen. Ich freue mich drauf, umso mehr Gearsets wir im Spiel haben, desto besser definitiv. Das war eine Sache, die ich bei The Division 1 immer genossen habe, ist, dass Gearsets wirklich bestimmte Spielstile unterstützen und überhaupt auch erst ermöglichen. Deswegen freue ich mich tierisch auf die beiden Sets. Was ist denn eure Meinung dazu? Wie findet ihr die beiden Sets? Findet ihr die gut? Findet ihr die schlecht? Was ist euer Favorit? Freut ihr euch darüber, dass der Striker zurück ist, wenn ihr Division 1 Spieler seid? Lasst mich das gerne wissen, schreibt mir es unten in die Kommentare. Eure Meinung dazu würde mich wirklich interessieren. Von meiner Seite war es das aber auch für heute. Wenn ihr weitere The Division 2 Videos von mir nicht verpassen wollt und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, auch gerade jetzt mit der Erweiterung, die uns in nicht mal mehr einer Woche schon ins Haus steht, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert vor allem die Glocke, denn sonst werdet ihr von YouTube nicht benachrichtigt, wenn ich ein weiteres Video hochlade. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, Glocke aktivieren und ansonsten sage ich noch für meinen Teil vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.